Hantai und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtigen mit Familie René Rosengarten, der hier auch gerade sitzt. Er hat noch 8 Tage, bis er selbst zum Knacker wird. Seine Frau will ja die Goldhochzeit erreichen. Das ist ihr Lebensziel. Wir hatten es ja schon mal versucht, meine ich. Es hat aber nicht funktioniert. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt. Also bei der Goldhochzeit ist es ja wichtig, dass sie sich quasi nicht irgendwie, also dass keiner von beiden quasi fremd geht. Ich sollte eigentlich auch nicht passiert sein. Aber er hat ja, was ist eigentlich mit Laura hier passiert? Er hat, ja, ist ja entführt worden und hat ja 2 außerirdische Kinder quasi gebracht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun haben könnte. Oder dass er auch wirklich Senior sein muss. Das kann nämlich auch sein. Also das hoffe ich eigentlich noch. Wow. So, ich weiß gar nicht, musst du? Nee, du hast heute frei. Er ist auf dem Weg zu der Karriere. Okay. Oh. Kunst und Handarbeit, da würde ich gerne mit ihm nochmal... Genau, warte mal, küssen. Guck mal, du kannst ihn romantisch küssen. In der Familie haben wir ja auch noch einen Butler. So, du gehst erstmal hier oben baden. Achso, sie kann das malen. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas Künstlerisches außer dem Malen hier? Nö, ne? Oder habe ich das draußen? Nee. Weil ich könnte mir vorstellen, dass er zum Beispiel mal töpfern oder so machen könnte. Was ist das? Warte mal. Also man kommt nicht hoch. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist Nähen, Stricken noch. Wie kann ich denn stricken? Keine Ahnung. So, warte mal. Ich glaube hier. Ja. Da kann ich das töpfern, da kann ich nähen. Da gehe ich mal. Wir holen uns mal eine Töpferscheibe. Und ich denke mal, hier draußen auf dem Balkon sollte das gehen. So, weil wir haben ja genug Zimmerchen hier vergeben. Ja, wir haben immer noch 1, 2, 3, 4 Kinder. Obwohl eine ist ja jetzt quasi aufs College. Ist ja diese Patchwork-Family sozusagen. So, Jessica. Genau, du magst Natur. Dann kümmere dich doch mal bitte um den Garten. So, wartet mal. Es ist Herbst und hier darf ich jetzt alles wegwerfen. Na toll, echt, ey. Das ist immer eine Heidenarbeit. Das macht unser Gärtner nicht. Das geht nicht. Okay. Achso, vielleicht kann ich auch mehr nicht angeben. Mach das mal. Nee, nicht die Töpferscheibe. Die kannst du ja weglassen. Telefon! Telefon! Achso, eigentlich wollte ich sie noch das malen lassen. Oh, jetzt ist unsere Badewanne kaputt gegangen. Dann müssen wir die erstmal... Hey, René, kann ich Jessica sprechen? Wer bist du? Nein. Keine Ahnung, wer das war. Energie geht ein bisschen runter. Egal, ich möchte, dass du mal ein bisschen tüpfern anfängst. So, es kommen gleich zumindest die 2 Teenies, Ronja und Roxanne, nach Hause. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Okay, ich habe bei euch noch gar keine Dreierbeziehung. Hattest du schon ein Blind Date? Ich glaube schon, oder? Aber ich habe hier nicht so viel Geld, ne? Hier, erstes Date mit Holger, das war natürlich... Aber du hast noch keins. Ich würde gerne heute mit Roxanne mal ein Blind Date machen. Jo, und unsere außerirdischen Zwillinge. Oh Gott. Die ist total müde. Na gut. Da bin ich mal gespannt, wenn die nach Hause kommen. Oh, da hinten müssen wir auch noch irgendwas... Ach, das darfst du alles tun, ja? Du hast einiges zu tun hier. Jessica wegwerfen. Sie ist ja, genau, sie ist ja pensioniert. Soldatin der Spionageabwehr. Ich finde es eigentlich ziemlich viel, 250 dafür, dass sie gar nicht so weit hoch mit dem Level war. So, da kommen die beiden. Mal gucken, ob wir jemanden mitgebracht haben. Hm, ja, Veronika Quiek. Gehen auch beide gleich hoch. Sehr schön. Bringen die Hausaufgaben ganz nach oben. Was denn? ja, okay. Stimmt. Sie bringen das immer in das Zimmer hier.
So, jetzt wartet mal ganz kurz, weil ich so schön sehe. Das ist ja Ihr Zimmer. Dann mache ich doch mal die Hausaufgaben auf deinen Schreibtisch und dir bringe ich die Hausaufgaben hoch auf deinen Schreibtisch. So, nehme ich die die Ronja, die darf hier oben einfach mal ihr benutzen. Und dann kannst du hier mal ein bisschen spielen, damit du das hier aufwertest. Und du legst das bitte mal gerade weg. Alle nicht, das eine reicht. Und dann gehen wir mal den Service anrufen und ein Blind Date mit dir machen. Ah, ich muss noch mal ganz kurz hier rein. Oh ja, das kann ich noch auffüllen. Oh, René hat auch noch was. Oh, zwei sogar. Jep, das machen wir hier. Und die Kids. Oh ja. Den hier. Super. Und du auch. Wunderbar. Sehr schön. Es lohnt sich doch immer mal wieder hier reinzuschauen. Einmal. So. Ja, ich möchte ein Play Date. Wie gesagt, wir haben nicht so viel Geld hier. 35.000. Aber das reicht. Sollte ausreichen. Übrigens, Ronja hat noch 10 Tage, das heißt also in 5 Tagen wird sie auch aufs College gehen. Noch haben wir noch ein bisschen. Das ist erst im Winter dann. Bis dahin. So, Papa macht, töpfert alles weiter. Und du bist hier draußen, ja? Du machst hier noch so schön weiter. Ich muss mal gerade gucken. So, ich sage ihr noch ein paar und dann, dass sie vielleicht erst einmal hier alles einsprüht. Für den Winter oder so. Das müssen wir nicht machen. Da haben wir nämlich auch noch ein paar, meine Güte. Aber ich hoffe, dass das ihr Hobby. Na, wo ist das Hobby? Warte, da. Dass das auch wirklich dann erhöht wird. So, hier draußen ist sie. Die, Tina Bach, oder wer ist es? Ja. Tina Bachmann, Entschuldigung. Bachmann. Du Butler, könntest mir helfen mit dem Garten hier draußen. Das werde ich natürlich wieder über den Winter nicht erneuern. Das macht einfach keinen Sinn. Dann kommt wieder erst im Frühling kommen wir dann neue Blumen. Schlemmika. Süß. Schlemmika. So, ich möchte ein Blind Date. Weißt das? Oh, ach, wie süß. Guckt mal, Gina mit Queenie. Ach Gott, wie goldig. Wartet mal. Kannst du? Nee, das müsste ich alles abbrechen. Egal. Ich weiß gar nicht, wo sie wohnt. Wo die eigentlich jetzt gerade herkommt. Mit einem Mann und ja, ich gebe 5.000. Ich möchte gerne jemanden haben mit möglichst drei Blitzen, bitte. So, unsere außerirdischen Zwillinge kommen nach Hause. Und? Ach nein, wirklich? Ah, Theodor Dresen schon wieder. Das gibt es doch nicht. Der war gerade erst bei Hella. Okay, wir flirten mal mit dir. Zwei. Oh. Aber gut. So kann ich schon was mit dir spielen, zumindest. Das doch kann ich. Ball werfen, guck mal. Das macht Freunde und Spaß. Und ich hoffe mal, das passt dann. So, dann gehen wir zu unseren außerirdischen Zwillingen. Oh je. Was macht ihr? Fangen spielen. Hast du noch so viel Energie? Romy, ne? Ja. Ich verwechsel die beiden noch ein bisschen. Romy und Rosi. So, René, ich glaube, du kannst jetzt mal das Töpfern aufhören. Geh noch mal kurz baden und dann bist du zu müde. Geh mal ins Bad. Hey, René, magst du mich nicht mehr? Und so weiter. Müssen wir die Freundschaft aufwerten? Warte mal. Oh, bei 60 sind wir gerade. Wir sind mit Bonnie verwandt. Ach, natürlich, das ist meine Cousine. Mit Gerda könnten wir mal ein bisschen hochleveln. So, Romy. Nein, Romy, du gehst in dein eigenes Bett. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Wem habe ich denn jetzt welches gegeben? Ich muss gestehen, ich weiß auch das nicht mehr.
So, du kommst dann mal bitte, wobei, okay, Spaß, levelt sie gerade hoch. Ja, okay. Was haben wir denn Mittwoch immer, okay? Und wo sind eure Hausaufgaben? Natürlich auch in dem Zimmer. Blöd. So, ich weiß natürlich jetzt auch wieder nicht, wem welche Hausaufgaben gehören. Ich bringe sie einfach mal auf die zwei Schreibtische hier hoch. So. Affenstange von Spiel erhält einen Körperpunkt und so weiter. Sie spielt immer noch Achaemenid. Okay, ah. Dann hör mal auf und warte mal, ich muss mal bei dir schauen. Oh, wir haben gar nicht so viele Freundschaften, also mit hohe Werte. Wer ist das? Emily Schnee? Keine Ahnung. Warum sind wir bei ihr so hoch? Keine Ahnung, wo wir sie herkennen. Gut, sie kennt schon ein paar. Warum haben wir ein Minus? Das ist nicht so schön. Habe ich hier oben eigentlich ein Telefon? Nein. Dann sei mal so lieb, geh mal hier runter. So. Will ich erstmal mit ihr wieder gut Freund sein oder lieber was aufleveln? Hm. Das sind halt nicht meine Sims, das ist ein bisschen schade. Carsten? Carsten hat uns die Zeitung geklaut. Was? Warum? Ich glaube, wir rufen den Norbert aber trotzdem mal an. Norbert? Da. Ach Gott, den anderen könnte ich gar nicht anrufen. Doch, da ist er. Er ist weiter hinten. Hier ist der Anrufbeantworter. Manu. Dann. Nehmen wir doch mal den Holger. Plaudern. So, Jessica, hallo. Okay, mit dir machen wir erstmal Baden. Und dann gucken wir mal, was wir im Kühlschrank noch haben. Vielleicht gesellt sich jemand dazu. Schau ich mal. Die Rosa ist immer noch draußen. Ah, die könnte gleich jetzt mal kommen. Und unsere Roxanne, die spielt ja immer noch hier. So. Oh, nein, das will ich nicht. Spielen. Mal so, machen wir mal das. Wir hören mal damit auf. Das würde ja gerne von mir, ach, gekitzelt werden. Und, na? Ach so. Mit Roxanne tanzen. Er möchte auch zum College gehen. Okay, komm, wir gehen mal rein. Wobei wir keine Anlage haben. Aber wir können aber mal ein bisschen üben hier. Er kann tanzen. Nee, das geht ja auch nicht. Roxanne ist nun Teenager und sollte sich langsam aufs College vorbereiten. Sorge dafür, dass sie viel lernt. Denn dann hat Roxanne es im College leichter. Ja, das mag sein. So, komm du mal hier und mach auch noch mal was zu essen. Eigentlich bin ich ja froh, dass sie diesen Adrian haben. Du gehst noch mal kurz duschen. Was war das? Was machst du? Was ist mit ihr? Ist sie müde? Sie ist noch im Bett. Sie ist jetzt. Was ist mit dir? Oh Gott, du bist auch noch im Bett. Und sie darf gleich auch mal. Aber ermutigen. Nettigkeit. Schlampigkeit ist ein bisschen blöd, ne? Plaudern. Kann ich im Stehen mit ihr plaudern, während sie isst? Ich weiß auch gar nicht. Ach guck, wir müssen uns sowieso gerade mit ihr noch befreunden. Das ist gerade mit ihr, ne? Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ist sie Spaß und so? Dann können wir doch auch mal gucken. Schere, Stein, Papier. Oder vielleicht nochmal so fangen oder so. Telefon. Nee, du sollst nicht vorlesen. Geh mal ans Telefon.
Ronja. Ich muss echt überlegen. Kann ich Roxanne sprechen? Das ist Olive. Ja, ich glaube, du kannst. So, sei mal so lieb und räume mal alle Bücher dann jetzt im Haus auf. Und dann gehst du hoch. Shibora. Finde ich immer wieder süß. Und gehst erstmal Hausaufgaben machen. So. Was ist denn? So, ich glaube, an dieser Stelle sage ich erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Wir kommen ja noch mal eine Runde hierher. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Eure Saginata. Ciao, ciao.